wenn wir mit dem Hammer auf diesen Stopfen schlagen, so entsteht in der Flüssigkeit ein Druck, der breitet sich in dieser Flüssigkeit aus und lässt letztendlich diesen Stopfen herausspringen. Wenn wir auf diesen Kolben drücken, so entsteht in dieser Flüssigkeit ein Druck, der sich ebenfalls in dieser Flüssigkeit ausbreitet und der letztendlich die Flüssigkeit aus diesem kleinen Löchlein gleich stark herausspritzen lässt. Wenn wir diese Membrane betätigen, das heißt, wenn wir hier drauf drücken, so entsteht in dieser Flüssigkeit ein Druck, der sich auch in der Flüssigkeit ausbreitet. Und dieser Druck lässt letztendlich die Flüssigkeit in diesen vier Rohren auf dieselbe Höhe ansteigen. Aus diesen drei Versuchen schließen wir, dass jede Druckveränderung in einer Flüssigkeit breitet sich gleichmäßig und in allen Richtungen in dieser Flüssigkeit aus. Diese Regel heißt das Prinzip von Pascal zu Ehren des französischen Wissenschaftlers Blaise Pascal.